Freiheit bedeutet, seine Rechte leben zu können. Das heißt, leben zu können, wie man es sich selber vorstellt, selbstbestimmt leben zu können. Dass man nicht Angst hat, etwas zu tun, Angst hat, etwas zu sagen, sondern dass man in seinem Leben voranschreiten kann, ohne Angst und selbstbestimmt. Dass es auch für alle Menschen in einer Gesellschaft gilt, für die Frauen, für Menschen, die Minderheiten angehören. Nämlich an deren Rechten misst sich am Ende auch immer die Freiheit aller. Und die Freiheit ist nie etwas rein Individualistisches, sondern es ist eine Gesellschaftsaufgabe. Es ist ein Projekt, gemeinsam so frei zu leben, dass alle darin ihren Platz finden. Natürlich auch mit den Grenzen für jeden Einzelnen, da wo die Freiheit der anderen beginnt. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie ja, nicht nur die Frauen, sondern sehr, sehr viele Menschen im Iran seit Monaten, seit Jahren für ihre Freiheit kämpfen. Es ist so stark und ich sende alle Kraft und Unterstützung für diese Freiheitsbewegung im Iran, aber auch in vielen anderen, vielen Ländern und Regionen. Und es gilt auch bei uns, dafür zu sorgen, dass wir unsere Freiheit nicht verlieren, weil die Freiheit ist hart zu erkämpfen und im Zweifel schnell verloren. Deswegen ein gemeinsamer Kampf für die Freiheit. Frauen leben Freiheit.